Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hottos Andersgarten. Schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und gleich geht's los. Bei uns regnet es relativ viel in den letzten Tagen, sodass ich keine weiteren Aufnahmen machen konnte. Ich habe zwar Aurora-Falter gesehen, Zitronenfalter und den Baumweißling, also den Grünaderweißling. Aber da hatte ich keine Kamera mit dabei und ja, es gibt auch wieder besseres Wetter irgendwann und dann gibt es auch wahrscheinlich noch mal schönere Bilder. So, und das ist der Regenmesser von gestern und heute Nacht. Ach, hier haben wir eine ganz nasse Hummel. Boah, die ist schwer. Jetzt gucken wir erstmal nach den Blumen im Hottos Andersgarten. Die Knoblauchsrauge blüht und dahinter steht die Purpurweide. Wir kommen zur Mispel, die hat schon schöne Knospen angesetzt. Dahinter seht ihr den Weißdorn und ich schwenke jetzt nach rechts zur Hotspot-Zone 1. Da blühen die Akeleien, die Sumpfdotterblumen und ein bisschen Beinwell und ein paar Nelken. Und jetzt gucken wir mal in den Teich hinein. Wer ein geschultes Auge hat, sieht einen Molch von links nach rechts schwimmen. Dann von rechts nach links unten. Und zum Schluss ist, glaube ich, rechts noch mal einer im Bild zu sehen. Ist halt schlecht, weil das halt spiegelt die Wasseroberfläche. Und hier sieht man in der Bildmitte einen kleinen Molch, also den Kopf und das rechte Vorderbeinchen. Also man kann es ja fast nur erahnen alles. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Wasserläufer sind auf dem Teich und Sumpfdotterblume blüht und im Hintergrund sieht man dann noch das Blumenbeet. Jetzt geht es aber erstmal weiter vorbei am Weißdorn, der dies Jahr sehr schön blüht. Allerdings riechen die Blüten nicht besonders gut. Also ich würde eher sagen, die stinken. Man sollte die nicht an eine Sitzecke pflanzen oder so. Dann kommt ein kleines Pfaffenhütchen ins Bild bei dem Stapel, Holzstapel. Hier sieht man es nochmal aus der Nähe. Das sind recht unscheinbare Blüten. Aber auch die werden besucht und geben im Herbst sehr schöne dekorative Früchte, die hauptsächlich von den Rotkehlchen gerne gefressen werden. Dann geht es weiter. Hier habe ich dann noch mal gepflanzt verschiedene Johannisbeeren. Das hier sind Nachtviolen. Das ist, glaube ich, eine weiße. Die Alpenjohannisbeere hier und die rotblühende Zierjohannisbeere kommen dann ins Bild. Ja, alle möglichen Kräuter lasse ich da wachsen noch. Hier sieht man die violette Nachtviole. Das ist die Nieswurz, diese hellen Blüten, beziehungsweise sind das schon die abgeblühten Blütenstände. Den Griechen Günzel in Blau, daneben den Ehrenpreis und das ist hier ist die Lichtnelke. Ja, und die Pusteblume, die kennt wohl jeder. Aber sieht die nicht wunderschön aus? Jetzt kommen wir zur Hotspot-Zone 2, also mein Markerbeet. Da blühen auch Lichtnelken, die Skabiosen, die sind alle noch nicht so weit. Das hier ist ein Storchschnabel, der braune Storchschnabel, der violett blüht. Auch eine einheimische Art, also eine Wildform. Ja, und das andere, das blüht dann halt im Juni am schönsten. Die müssen alle noch wachsen, die anderen Pflanzen.
sind halt Stauden, die spät starten. Und hier das, die weiße Blüte, das ist eine Flockenblume. Das ist zwar eine Züchtung, aber die wird genauso gerne besucht wie die blaue Bergflockenblume. Und hier ist das Waldschattenbeet am Zaun entlang mit Waldmeister, der jetzt blüht, Walderdbeeren. Und ja, das ist halt unsere Sitzecke im Schatten. Hier haben wir einen kleinen Grashüpfer, also ein Jugendstadium davon. Davon habe ich relativ viele gefunden, aber die sind nicht so gechillt, die hüpfen meist weiter. Und der hat sich aber mal filmen lassen. Gleich kommt noch eine Hummel, die hat es ganz eilig. Die wollte sich nicht stören lassen beim Sammeln. Aber auch hier bei den Goldnesseln, bei der einheimischen Art, also nicht diese silberpanaschierten, ja, das sind auch die Hummeln immer sehr fleißig dabei. Und die hat sich hier auch mächtig ausgebreitet. Ich glaube, da muss ich fast aufpassen, dass die nicht die ganze Pufferzone einnimmt. Dass dann auch noch die roten Taubnesseln, die gefleckten Taubnesseln und die weißen Taubnesseln halt eine Chance haben, da den Bestand weiterhin zu halten. Ja, und Brennnesseln habe ich natürlich auch. Und hier im Hintergrund sieht man unseren Geräteschuppen und rechts die Pufferzone. Das hier ist ein Käfer, der auf der Minze hauptsächlich seinen Lebensraum hat. Und da vermehren die sich auch und ja, die Minze wächst im Frühjahr aber schnell genug, sodass ich da noch gut ernten kann, immer ohne dass sie angeknabbert sind. Und ja, zu irgendeinem Zeitpunkt überlasse ich es dann halt den Käfern. Auf meiner Hand sitzt eine Wildbiene, die heißt Blauschiller-Sandbiene. Und das sieht man dann auch, je nachdem wie der Lichteinfall ist, hauptsächlich auf den Flügeln. Die hat jetzt weiße Beinchen, also diese Sammelbürsten an Beinen. Wenn die aber schon gut Pollen gesammelt hat, dann sind die gelb. Die hier war ziemlich, ich denke mal, frisch geschlüpft. Die war noch nicht so ganz mobil, aber es war halt auch kaltes, nasses Wetter. Hier sitzt sie auf einer Senfblüte und das ist auch ihre Lieblingsspeise. Aber ich habe gesehen, dass sie halt auch an andere Kreuzblütler geht, wie zum Beispiel die Knoblauchsrauke. Da habe ich noch mal ein paar Fotos gemacht. Und hier wollte ich euch noch zeigen, was aus meinem Versuch geworden ist. Ich hatte ja von meinen Duftwegen Stecklinge gemacht, also beim Rückschnitt mir diese Triebe aufgehoben und habe die dann in Aussaaterde gesteckt, immer mit einem Blattpaar nur, und war eigentlich nicht davon überzeugt, dass das großartigen Erfolg haben könnte. Die sind jetzt hier unter so einer Anzuchtsglocke, deswegen ja, sieht halt
schmutzig aus, diese Scheibe. Und so sehen mittlerweile die Stecklinge von meinen Wicken aus. Es hat also funktioniert. Es sind fast alle angegangen. Wir haben Triebe ausgebildet. Die Blätter von den Stecklingen, die ersten Blätter, die haben fast keine Farbe mehr. Davon hat sich sozusagen die Pflanze ernährt, während sie noch keine Wurzeln hatte. Und mittlerweile kommen schon die ersten Wurzeln hier aus dem Töpfchen raus. Ich weiß jetzt nicht, ob man es drauf kriegt. Seht ihr die weißen Spitzen? Also, es ist geglückt. Man kann also von einjährigen Pflanzen Stecklinge machen, aus den ganz frischen Trieben. Das hätte ich nicht gedacht. Gut, wenn man es mal ausprobiert. Nochmal ein Blick ins kleine Gewächshaus. Ja, hier ist schön kuschelig warm. Hier stehen meine ganzen Anzuchten. Vieles ist schon wieder nach außen gepflanzt worden. Und hier habe ich mir mal was gekauft. Ja, war nicht einheimisch. Das kommt im Hof in meine Waschbecken an der Wand. Ich fand die Farben so schön. Auch sowas darf man sich mal gönnen. Und das ist der Ist-Zustand im großen Gewächshaus. Tomaten sind gepflanzt und die anderen sind zum Weitergeben bereit. Und auch die Gurken machen sich ganz gut. Das sind hier die Einlegegurken. Und das sind die Salatgurken. Ja, und hier neben dem Hühnerhaus am Wasserfass blüht schon mal der hellblaue Beinwell. Das sind riesengroße Pflanzen und ich nutze die aber auch immer zum Mulchen oder um mal eine Jauche anzusetzen. Das kann man nicht nur mit dem Arzneibeinwell machen, sondern auch mit diesem hier. Ja, und hier ist das Suchspiel, findet die rote Beete, die Jungpflanzen. Dadurch, dass das hier mit allen möglichen Materialien gemulcht ist, muss man manchmal zweimal hingucken. Den grünen Salat, der kommt aus dem Gewächshaus, deswegen ist der hier so blass. Und
die rote Beete, die hat sich halt ja auch gut getarnt. Ich nutze ja alles Mögliche zum Mulchen, weil ich habe nicht so viel Rasenschnitt. Und da fallen hier sonst noch auch andere Sachen an. Der Schnittlauch ist schön, den muss ich noch ernten, ehe er in Blüte geht. Und der wird dann eingefroren. Dann habe ich immer was zur Verfügung. Und gucken wir nochmal hier rüber. Ich muss immer gut vor die Füße gucken, dass man hier keine Schnecke zertritt. Ja, hier kommst du aber wieder raus aus dem Beet. Die setze ich gleich um. Aber sie haben hier keinen Schaden angerichtet. Und ich habe hier fast nur noch Weinbergschnecken im Garten. Keine Nacktschnecken mehr. Also scheint hier irgendwie schon mal so ein bisschen Gleichgewicht reingekommen zu sein. Also die Schnecken finden jedenfalls das Wetter cool. Und der hier scheint aber auch ganz zufrieden zu sein. Ja, denk schon. Mein Wächter der Pyramide. Dem macht das Wetter auch nichts aus. Das war's erstmal für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Alles Liebe, eure Gitta aus dem Hortus Andersgarten.